Okay. Nach links sieht aus wie Falle oder irgendwas. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir was. Wollen wir Munition? Nehme ich dankbar mit. Die nächste Kiste wird ja kommen. Also die musst du definitiv auf Distanz halten. Definitiv. Sollte ich auch immer nicht so viel rennen, irgendwie. Wenn die mich um die Ecke bekommen, also wie der Dicke gerade, der mich halt um die Ecke gegriffen hat, hat er mich einfach nur schlicht und ergreifend gehört. Ja, weil das echt... Oh, echt jetzt, ja? Die haben nur eine Larven drin oder kam die jetzt gerade aus so einer Blase raus? So eine Ekelzister da. Warum ist denn hier nicht irgendwo mal Munition, ey? This way. Weiß ich nicht. Na los, komm. Na! Guck mal, die haben oben sie mal bei. Schau mal. Ja. Warum ist dieses Spiel so knauserig jetzt hier mit Munition? Ist noch nicht so viel. Ist das noch nicht genug? Survival Horror hier. Okay, hier geht's weiter. Reminder, carry lights. Ja, wahrscheinlich nicht hier, ne? Sondern wenn wir jetzt hier reingehen. Oh Mann. Ah, hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. So, lass mich das jetzt bitte nicht bereuen. Und er saved jetzt hier auch noch. Ui. Sind wirklich nur Credits. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Heilpack noch. Keine Munition. Zwei Schuss. Ich hab noch zwei Schuss. Schön. Könnten voll. Umdreht, vielleicht einfach mal einen Stealth-Kill probieren. Nein! Na! Okay, cool. Ah, bisschen Munition wenigstens. Sehr schön. So, okay. Habt ihr noch ein bisschen was falsch? Alter, wie ist das Ding überhaupt durch die FSK gekommen? Oder USK? Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Thank you.
haben die früher für einen Eiertanz gemacht, ey. Nein, das ist ja rote Blut. Ah, die gar nicht. Okay, gut. Ich hab wenigstens erstmal ein bisschen Munition wieder. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Oh, wo ist denn? Hört sich jetzt nicht so geil an. Wenn ich mich eher frage, wo ist weiter? Oh, hier wahrscheinlich. Na? Nee, wir sind von hier gekommen. Jetzt wo hier weiter? This way? Oder sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind. Ja, wir sind von hier gekommen. Alles klar. Sorry, wie gesagt, manchmal verliere ich so ein bisschen die Orientierung. Jetzt sind wir jetzt hier weiter. Mist. Gesundheitsspritzkin. Mitgenommen. So, wir sind aus dem Tunnel raus. Wunderbar. Depot. Schön. Das ist ein Lebensgel. Oh, ist ja überhaupt ja nicht dramatisch. Ach, jetzt plötzlich, ja, jetzt soll ich dir helfen. Ah, shit. Mist. Na los, komm. Ach Gott, das darf doch nicht wahr sein. Mann, hier. Cool. Den haben wir. Tatsächlich hatte ich gerade wirklich gehofft, irgendwie, dass ich noch ein bisschen Energie für die für das Stase-Handschuhchen habe. Schau mal nicht. So, finden wir denn hier noch irgendwas? Schön. Bestimmt total die Gesichtsgulasch irgendwie weg in den Kämpfen. So. So, komm schnell. Nicht lange fackeln, niedermachen. Injector. Von
Okay, alles klar. Welle fertig gemacht. Nö. Ja, jetzt wartest du auch mal, Fräulein. So, mal schnell hoch. Zack, 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 zack. Ja, danke für Tür übrigens. Dass ich dich wiedersehe. Naja, warum? Ha? Weil du mich sterben lassen wolltest? Du wolltest mich auf deinem Schiff töten. Damit sind wir wohl quitt. Keine Ahnung, ob du es gemerkt hast, aber wir sitzen hier tief in der Scheiße. Hey, du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht, aber Elias hatte recht. Alleine haben wir keine Chance, aber zusammen kommen wir hier vielleicht lebend raus. Na gut. Wenn ich die Raupe in Gang kriege, kommen wir zum Hangar. Wo ist denn deine Scheißraupe? Die Synchro ist wirklich... Das ist gruselig. Hier, nimm die. Willst was du brauchen? Was ist das? Überall. Was haben wir da? Was haben wir da? Übrigens Jacob. Ich weiß, wer du bist. Was haben wir denn da Schöne bekommen? Drücke 1, um schnell zwischen ausgerüsteten Waffen zu wechseln. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt werden. Ja, okay, alles klar. Alter, warum auf die 1? Warum liegt da denn sowas jetzt nicht? Oh, das ist die Schlunze, oder? Nein! Hätte ich jetzt vielleicht ja nicht die 800 Tacken ausheben sollen für die Flinte? Hätte ich die jetzt von ihr bekommen? Ah! Okay. Ist noch was bei? Nö. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber egal. Okay. Die hat aber auch ganz schön hier rasiert. Okay, dann schauen wir nochmal. Na dann würde ich sagen, haben wir ein bisschen Spaß mit der Flinte, oder? Müssen wir mal ausprobieren. So, was haben wir da? Ah, schön Akkusatz, wunderbar. So, hier haben wir noch ein Implantat. Flump, da sind wir auch schon sehr routiniert drin. Automatische Aufnahme, Lieutenant. Devin Vane. War das so ein Audiolog? Ja. Oder? Nee, ne? Hey, ich habe versucht, Ferris zu erreichen, aber er wird vermisst. Musste reagieren. Habe das Tor verschlossen. Sind ihr... Ja, hat man tatsächlich schon. So, wir sind hier. Oh, hey, 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 Gewitter, alles klar? Verdammt! So. Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Klar. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Ich kümmere mich um den ersten Schalter. Versuch nur, dich nicht töten zu lassen. Geh zum Stromreaktor-Kontrollraum. Natürlich. So, wenigstens ein bisschen Stuff hier. Schön. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Oh, 750, das ist doch mal, das ist doch wunderbar. Hör mal, schön. So, wir haben 4 Schuss für die Schlumpe. 16 Schuss für den Revolver, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Oh ne, hier oben haben wir ja auch nochmal. Sind das unterschiedliche? Aufstandsflinten-Munition. Es sind unterschiedliche, okay. Und wir haben die Skangflinte. Das ist natürlich interessant. Das ist schon mal interessant. Die Aufstandsflinte. Eine zweihändige Schrotflinte, die zur Aufstandsunterdrückung entworfen wurde. Entwickelt von Jean Lebel und basiert auf der Nuklearwaffenplattform. Modular. So, wir haben 1143 Tacken. Definitiv sollten wir hier schon mal ein Upgrade irgendwie uns leisten. 2 Schuss sind halt schnell weggeballert. Schade, dass es nicht noch so ein Special Plus Update, wenn man eine Waffe komplett aufgepimpt hat.
verbringe jetzt leider auch ein bisschen zu sehr, gerade bei Dead Space, aber hier zum Beispiel bei der Waffe, ne, beim Revolver, dass man den jetzt nicht noch irgendwie irgendein geile Goodie oben aufhebt. Was gibt's denn hier noch? Anvisier. Wahrscheinlichkeit der injizierten Genickbruchs mit einem Combo-Abschluss. Auch geil. Auch sehr, sehr geil. Maximale Kapazität. Aufladerate. Künstliche Kühlkörper. Schleuderkraft. Ja, sollten wir uns sowas mal gönnen? Für 300? Sind einfach nicht schlecht. Weil ich glaube, das, wenn wir natürlich irgendwann in den eher munitionslosen Kampf gehen, weil wir halt einfach nicht mehr haben, irgendwie ist natürlich halt dieser Stase-Handschuh echt eine geile Nummer irgendwie. Ich uns auch wirklich ein bisschen Munition spart. Aufladerate. Schneller wieder. In Aktion erhöht die Schleuderkraft durch das Entfernen einer Sicherung. Naja, da weiß ich jetzt nicht. Man muss die Gegner natürlich weit tragen, irgendwie, wenn du nicht so eine hohe Schleuderkraft hast. Aber. Aufladerate. Aufladerate ist gut. Das machen wir. Komm, das machen wir. Gut, okay. Frage ist jetzt. Danke, dass ich das jetzt sehe. Zwei. Ich kann vier nehmen. Die nimmt jetzt vier Schuss. Okay, alles klar. Ja, zweimal Schrotflinte ist natürlich. Nein. Zweimal Schrotflinte ist natürlich ein bisschen hohl. Bitte. So, zack. Die kleine Schrotflinte und ich habe den Revolver ausgerüstet. So ein Heilungskissen wäre natürlich auch ganz geil. Also halt quasi halt so ein Heilungsgel. Oh, ein Kissen. Oh, wie schön. Heilung. Heilung durch Kissen. Jedes Mal. Okay, jetzt geht's wieder raus. Druckausgleich. Dankeschön. So, mal schauen, wie unbeschadet wir hier rüberkommen. Okay. Sieht erstmal ganz gut aus. Tatsächlich immer nach oben schauen, irgendwie, weil ich immer das Gefühl habe, dass irgendwas von oben runter geschossen kommt und du hier plötzlich so ein mega Close Combat hast. Close Combat. Sag einfach Nahkampf. Sag doch einfach Nahkampf, Steve. Ist doch kein Problem. Man muss nicht so viele Neo-Anglizismen benutzen. Okay. Gut, schauen wir mal. Do it. So ist also der Fahrstuhlwart. Wurde ja in den dritten Stock. Findest du nie wieder einen Schuh? Den Fuß normal, der andere 18. Ist doch scheiße. Oh, ist ein bisschen stocky irgendwie. Jetzt wäre besser. Wahrscheinlich irgendwie während der Animation, während der Lala-Animation. So, okay. Gesaved. Gefangenentransfer. Warum ist denn hier bitte ein Gefangenentransfer?
Ich denke, es ist der Stromgenerator. Ja, wir haben ja keine Gefangenen zu... Also, was soll das? Wir haben ja keine Gefangenen zu suchen. Zugungshalle. So, kann ich die irgendwie wegbewegen? Ich muss doch diese Tunnel. Da schön. Noch ein Akku. Durch die Tür durch. Ja, ob wir hier irgendwas finden. Ne? Okay. Hier brauchen wir eine Sicherung. Ja, das ist wahrscheinlich hier. Okay. Woanders hoch? Ich meine nicht. So, wir haben die Sicherung. Warte, wer jetzt gleich ausbricht. Ich könnte jetzt natürlich mal frech probieren, das Ding davor zu schieben. Ah, er greift es nicht. Schade. Na, wahrscheinlich werden die auch erst released, wenn wir hier oben jetzt die Sicherung einsetzen. Und sperre das Sicherheitstor. Ah. Patok, sag mal, das wird nicht eine meiner besten Ideen sein. Also, ist ja nicht meine Idee, muss ich ja machen. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Ach, dann war das vorhin ja nicht so ein Energieumwandler, sondern war so ein Spannbock. So ein Spannbock war es vorhin. Schön. So, na denn, mach mal. Hab's. Funken heißen eigentlich, ist eigentlich ein Minutezeichen bei sowas. So. Echt, ja? Ist der wirklich nur dazu da gewesen, um uns jetzt hier zu verarschen? Erkunde den Stromgenerator. Reaktor. Ah, schön. Okay, explosiv hier Schuss. Was ist mit dir da vorne? Du zitterst noch ein bisschen? Schön mitgemixt. Aaron Tycho. Oh ja. Und der scheiß Akku ist schon wieder leer. Nimm die Dinger, los! Das ist jetzt aber auch gut. Schade. Hat er mich schon erwischt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Strom in Strom. Ich hab's jetzt gerade nicht gelesen. Das ist ein bisschen zittrig, das Bild. Ah, so, da können wir hoch. Hätten wir jetzt hier hingekommen? Nee, ist eine Wand vor.
So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, weil wir werden wahrscheinlich auf der Mittelkonsole hoch müssen. Allerdings... Oh, hier kommen sie ja hin. Ich würde sagen, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich hab's in den zweiten Kontrollraum geschafft. Na? Schau doch nochmal. Schwupp. Ach so. Hier hätten wir uns jetzt einfach nur verschanzen können. Verstehe. Das ist aber nicht so geil. Na gut. Alles klar. Ab nach oben. Also so von dem UFLAN merke ich aber nie so viel hier irgendwie. Von dem Stars-Modul. Nutze den Code, um das Tor zu öffnen. Na dann. Open the gate. 3, 2, 1. Okay, ich wende die Raupe. Wir treffen uns draußen. Ich will's hoffen. Sehr schön. Finde Dani auf dem Vorplatz. Oh, wir sind Joker. Haben wir hier noch ein bisschen Schmuppanz? Nee. So, wir haben auch jetzt ja nicht irgendwie gefunden, was wir verkaufen können. Oh, schön, Gel. Nein. Ja, schade. Nee, wir haben ja nichts gefunden. Jetzt weiter. Jetzt können wir ja gleich weiter. So, rumsi, bumsi. Oh, okay, schon mal nachladen. Also die Wartungsschächte und Treppenhäuser, die sehen schon echt krass aus hier in dem Spiel. Wartet, dankeschön. War sehr erhellend. Vielen Dank. Oh, ist so eine Kiste, schön. Wird keine Made. Inventar voll, schau mal an. Inventar ist voll. Okay. Ich bin wirklich immer im Zwiespalt jetzt, wegen dem einen Ding jetzt hochzurennen und den zu verkaufen. Das ist schon... Was haben wir denn hier noch drin? Noch ein Akku. Ach, Mann, 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 Mann. Naja, hat sich Glückbuch erledigt. Ich komme ja nicht mehr zurück. Ich könnte jetzt noch... Ich habe 4 Gesundheitsspritzen. Ich glaube, ich mache das mal. Ich nehme mal einen Gesundheitsinjektor. Ich weiß, ich habe jetzt nicht viel Energie, die aufgefüllt werden muss. Aber so kann ich den Akku noch mitnehmen. Oh, nein, 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 nein. Jetzt muss ich dir fühlen. Zum Teufel ist sie! Ja, lass mal draußen, Ding. Ja, ich pack das mal. Ah, no, 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 no. Mich jetzt wieder verarscht?
Lass mich! So ein Penner! Aufstandsmunition. Ja, komm ja schon, ich komme schon. Was? Wie? Wo? Okay. Super-san! Ich erkenne nichts da draußen. Also... Verdammt, halt die Klappe! Was ist dein Problem? So, Agro! Wo denn? Fahren wir jetzt in eine Höhle oder was? Was will sie überhaupt? So, sie hat sich bei uns eingeschlichen, um was zu tun. Überhaupt. Sie hat ja sich umsonst unser Schiff geändert. Ich weiß. Und sie will natürlich nicht zum Hangar. Und wo fährst du hin? Bin gleich wieder da. Sie ist gleich wieder da. Na klar, sie ist gleich wieder da. Ist doch... Es darf doch nicht wahr sein. Was stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn das? Oh. Okay, haben wir irgendwas wirklich transportiert, was halt... das ganze Risiko wert war? Folge Dani. Na los, renne. Da kann ich rennen. Ja, mich nicht rennen. Okay. Dani! Wo zum Teufel willst du hin? Na, wo wird's jetzt wohin wollen? In den Frachtraum. Haben wir eventuell irgendwie dieses Mutagen oder dieses Alien-Gen? Also wir sind ja von hier losgeflogen. Dani! Dani, wo bist du? Finde Dani. Wir haben wahrscheinlich wieder ins Cockpit müssen gleich. Zu Max. Er steckte mit denen unter einer Decke? Kann das sein? Nein! So, lass mich raten, wir haben bestimmt keinen Drucker an Bord. Mein schönes Schiff! Mein schöner Frachtraum. Hier nicht runter? Kann er. So, wir werden wahrscheinlich dahin müssen. Genau. Jetzt finde ich so ein Geldkasten. Okay, guck mal kurz, ob wir hier vorne noch irgendetwas einheimsen können. Wahrscheinlich nicht. Okay, wo sind die? Die sind echt knauserig hier. Na, lass mich. Ach, geh mal, das will sie aufmachen. Was zur Hölle ist das?